I won't forget what you did for me. For her. Thank you. So, dann gehen wir mal wieder raus. Swift is my feet can carry me. Wir machen doch noch mal einen kleinen Abstecher zu dem Sumpf, zu der Vettel. Ich glaube nämlich jetzt, ich weiß, warum die Leute dann noch alle besessen waren. Ich habe nämlich hier nicht tödlicher Schaden eingestellt. Ich glaube, ich habe die Vettel nur bewusstlos geschlagen. Solange sie nur bewusstlos ist, bleiben die Leute in ihrem Bann. Ich bin noch vorher noch den Segelkreis aktivieren. Sehr schön. Kann ich nämlich dahin? Später also Teehaus am Fluss. Yep. So. Oh, ich kann tatsächlich mit ihnen aussprechen. Interessant. Ah ne, ich habe mit Tieren sprechen. Gerade drin, nicht mit Toten sprechen. Er hat mit Toten sprechen drin. Wie seid ihr gestorben? So innocent. The teeth. Kann man die Nahrung hier bedenkenlos essen? Apples. So red. So delicious, but... Oh. Wie wolltet ihr diese Fette töten? With pitchforks. Stupid. Muss ich leider zustimmen. Woher wisst ihr, dass eure Schwester hier ist? The note. Stimmt ja, sie hat ihren Brief verfasst. Was hat eure Schwester getrieben zu verschwinden? She's scared she won't be a good mom. But she will. I know it. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Schade, dass ich sie nicht retten konnte. Wo war denn jetzt die Stelle gewesen? Da hinten. Der Teleporter. Sind wir. Let's see. Moving ahead. Genau, sie ist nur bewusstlos. Das ändern wir jetzt. Und jetzt können wir auch bedenkenlos hier hoch.
das sage ich auch nochmal. Sind auch nochmal runter. Springen. Wie nicht erreichbar. Ah. Okay, schade, weil hier ist nämlich eigentlich auch noch ein Weg durch. Und dann kommt man dann auch zum Pilzring-Portal und da geht es dann ins Unterreich. Oder vielleicht wird es auch erst aktiviert, wenn man im Unterreich war. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, ich habe die getötet. Schade. Weil mit ihr hätte man nochmal sprechen können. Also wenn man die alle nur bewusst schickt, dann laufen sie tatsächlich herum. Die drei mit den Masken, die sind leider nicht mehr sozusagen wiederherstellbar. Die sind zu lange unter dem Einfluss der Fette gewesen. Die bleiben so, aber sie ist dann wieder normal. Macht es sich dann zur Aufgabe, andere Fette hinzujagen. What's up for discussion? Is the hag gone? God, tell me she's gone. Oh, please. Sie ist tot, ihr seid jetzt sicher. May she burn in the nine hells. The things she did. The things she made me do. Vile. Disgusting. Good God. You're the one. The Mind Flayer. Was? Das will ich verhindern. Seht ihr es immer noch? No. The Hag's gift is gone, but it's going to happen. Soon. I saw you screaming, covered in your own insides, as that thing bursts out of your skull. You change, skin ripping from your body, and then you butcher. Everyone. Everyone around you. Beschreibt es genauer, wann soll das passieren? I don't know. Could be a 10-day. Could be any moment. I can't do this. You're too dangerous. I'm sorry. Ja, das wollen wir ja verhindern, dass wir uns verwandeln. Wenn wir mit ihm nicht gesprochen hätten, dann hätte er unsere Zukunft nicht gesehen, dann hätten wir mit ihm reden können und fragen können, was er hier überhaupt gemacht hat. Und er ist davon gelaufen, weil er zwei Entscheidungen hatte, entweder ein Abenteuerleben zu führen oder zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und er konnte sich nicht entscheiden, deswegen hat er hier Rat gesucht und wollte seine Zukunft wissen. Oh, my head! Oh, no. No. Why ain't I petrified? Das sollte jetzt eigentlich noch nicht auslösen. Egal. Noch einen kleinen Nachtrag zu den anderen. Er hat ja seine Zukunft gesehen, er hat aber seine Zukunft nur als Leiche gesehen, wie er da verwesen war. Deswegen, das hat ihn wahnsinnig gemacht. Warum bin ich nicht versteinert? Weil die Fette tot ist. What? Oh. How am I still breathing? I have the bite. Was genau ist der Biss? I wouldn't wish it on anyone. Your insides end up on the outside. Petrification stops the spread. I was on death's door. But now I feel great. Oh. Arcane Kunde nach überrastende Fette Magie suchen. Ja, machen wir mal.
Passt. You detect traces of decaying magic within him, likely the cause of his disease. But that doesn't make a lick of sense. The bite ain't magical. Unless that double-crossing, filthy, lying hag! She made me sick and then trapped me in stone for kicks! Tut mir leid, was euch geschehen ist. I left my wife, my kids behind for fear of infecting them. They were only babes. The stones know how old they are now. Konzentriert euch auf das Positive. Ihr seht sie immerhin wieder. Only because of you. I ain't got no way to repay you. Keine Sorge, ich habe nicht bloß wegen einer Belohnung geholfen. No. What you've done for me and mine today won't be forgotten. Thank you. Das ist böse. Die haben Kinder. Und dann noch ein Familienporträt hier. Hm. Corpse regards you lifelessly. Warum habt ihr die Fette aufgesucht? My family took her. My baby girl. Pretending she never existed. Told Ethel never wanted to see them again. She took my eyes. Warum hat eure Familie euer Kind genommen? They didn't like me having something they couldn't touch. Was können Sie mir über Ethel erzählen? Doesn't matter. Nothing matters without baby girl. Sollte ich über diesen Ort etwas wissen? Stop me yet. Need to find a way forward. Warte, geht das eigentlich auch mit dem Schädel? Nein, geht nicht. All's well that ends. Not as bad as it could have. Okay, das waren jetzt auch alle. Das heißt, wir können jetzt wieder hierhin zurück. Und das machen, was wir eigentlich machen wollten. Achso, nee, ich wollte ja hier rein. Ah, das Spiel hat wieder Probleme zu laden. Fantastisch. Da warte ich noch rein. Welche Stufe bin ich eigentlich gerade? 5, okay. You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Bugger! Vorgangslosung aufsagen. Kleine Stange, großer Schatten. Oh, Helms Orbs! I thought you were flaming fist. Well, down you go then. They'll be on us soon. So if you're looking to trade, you'd best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Da. Here we go.
eine Truhe hier? Nee. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Hold on. That's the lass who saved us from the gnolls. Let her in. You revealed our location. That tongue gets any looser, Rugen. I'll cut it out. Come down then. Seems you're a friend of the family. Ah, jetzt können wir auch eine Stufe aufsteigen. Die waren noch gar nicht so weit. Interessant. Dann nehmen wir noch mit rein. Fluchtbrechen. Reinig. Tagessicht sollten wir auch haben. Massenheilung ist eigentlich auch nicht schlecht. Merkmal. Setze deine Blitzstellenreflexe ein, um dich zu schützen. Wenn du vor einem Angriff getroffen wirst, erleidest du den Heimschaden. I've got a long road ahead. I'll give it a shot. Time to press ahead. Must avoid that trap. What's that, Smith? Seems like a good moment to talk. You don't want to keep Zaris waiting. Believe me. Lesen. Der Sprengstoff ist entzündlicher als das Rülpsen eines Drachenblütigen und kostet mehr, als die meisten von euch wert sind. Also Finger weg. Ich habe den halben Tag gebraucht, um die Mine an der Decke zu befestigen und jemand eine abgenommen und in den Aufzugsschacht geworfen. Wenn ihr Ressourcen vergeuden wollt, dann möchte Zaris euch daran erinnern, dass auch ihr Ressourcen seid und dass sie keine Scheu hat, euch ebenfalls in den Schacht zu werfen. Und wollt ihr wirklich genau in Erfahrung bringen, was dort unten lauert? Wir sind Profis, verhaltet euch entsprechend oder ich breche euch die Finger. Dann sollten wir den Hebel nicht ziehen. Well, don't you cut a fine figure. Want your portrait done?
If you have the gold, my pet artist will make you a most heroic likeness. You. Zaris may have welcomed you, but I can see you're not one of her thugs. You need to buy me. Warum verkauft ihr euch? Selling my... I am not some lower city coin lad offering you a tumble. I am an artist, and my patron will reward you for my rescue. Tenfold, whatever ransom you pay, I guarantee it. Wer ist eure Gönnerin? As far as you're concerned, she may as well be the coin maiden herself. But there will be time for questions later. Please, speak to Brem. I need to see the sun again. Hide and seek stuff. Okay, dann versuchen wir ihn zu kaufen. Something I can help you with? Ich will euren Gefangenen kaufen. I doubt you've got that kind of dosh line about. Ihr seid ja irre, wenn ihr denkt, dass ich so viel bezahle. Alright, so maybe I was fishing. No fooling you. Okay, 600 ist in Ordnung. He's all yours. Don't forget to feed him. He balls something proper. Noch andere Sachen zum Handeln. Right. Back already. Fancy that. So do I. Ist ja nicht so viel. Ist ja eigentlich nur Färbemittel. Schwarzen Ofenrot, das könnte eigentlich zum Tiefling gut passen, denke ich mal. Das nehme ich auch noch gerne. Weil ich kann Sachen bei ihm verkaufen. I can't show you the good stuff till Zaris gives the say-so mind. Friends of the Zen only. Oh, okay. Dann sollte ich danach nochmal mit ihm handeln. Warum gebe ich das eigentlich nicht Shadowheart? Nur 3 vs 8? Okay, dann ist das doch besser.